Für die FDP-Fraktion hat sich nun Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich verstehe die Gemütslage, die Gefühle, die hinter dieser Initiative stehen. Und ich verstehe auch Kollege Kummer, der das Vorhaben eingebracht hat, dass die Untätigkeit in der Hessischen Landesregierung bei diesem komplexen Thema die SPD bewegt. Und ich denke, wir sollten mal, sag ich mal, als Rechtspolitikerin und die Zeiten meines Verfassungsrechts im juristischen Examen denkend, tut mir manches hier weh, aber da gehe ich gleich formal darauf ein, keinem in Abrede stellen, dass die Qualität dieser Debatten jeden Demokraten bewegt und hier nicht wieder kategorische Imperative des Besserwissens aufbauen, sondern es geht um die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir sauber damit um? Ich finde, die Debatte der letzten 20 Minuten, die war nicht besonders glücklich für die Thematik. Und es ist nicht Aufgabe dieses Landtages. Und jetzt habe ich irgendwie meinen. Darf ich mir gleich meine Verfassung bringen? Ja. Oder ich hole sie gleich. Ist nicht die Aufgabe. Dafür hat man parlamentarisch geschafft. Ganz lieben Dank. Nein, es ist so viel über die Verfassung geredet worden. Es ist jetzt kein Klamau, sondern wirklich mal zu schauen. Es ist nicht Aufgabe dieses Landtages, nicht unsere Rolle als Abgeordnete, Urteile zu bewerten und Richterschelte zu betreiben. Das gilt für jedes Urteil. Lassen Sie es mich doch bitte zu Ende deklinieren. Alle sagen, das Thema ist so wichtig, und Wichtigkeit gebührt Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, wer macht was? Und das sauber zu trennen, das hat ehrlich gesagt auch wieder der Redebeitrag am Anfang, habe ich gedacht, ja, Frau Förster-Heldmann, aber als Sie dann dem Rechtsausschuss einer Expertenkommission über die Frage der inhaltlichen Beurteilung dieses Vorgangs, das hat gezeigt, nein, es ist nicht klar, wer hier welche Aufgaben hat. Werte Kollegen, unsere Verfassung, und deshalb habe ich darum gebeten oder habe mir es gestern Abend auch wirklich noch mal sozusagen wörtlich reingezogen, die weist die Aufgaben sehr klar zu. In dem Antrag der SPD, da ist sehr viel die Rede von Verfassung und Verfassungstreue. Nur die Hessische Verfassung, die spricht sehr klar aus, wer was machen soll. Artikel 116. Also, jetzt gehen wir sie mal wirklich alle durch, die Elementaren. Artikel 116, die elementare Aufgabe dieses Landtages, ist die Gesetzgebung. Wir sind die Legislative. Diese Gesetze, das Recht sprechen, das auf der Grundlage dieser Gesetze, das ist die Aufgabe der Justiz, der Richter, der Judikativen. Der Vollzug und die Umsetzung der Gesetze, das Verwaltungshandeln, ist Aufgabe der Regierung, der Landesregierung, der Exekutiven. Und das gibt den wundervollen Dreiklang. Und deshalb verstehe ich so manchen lockeren Beiton nicht. Das ist der Nukleus unserer Demokratie, werte Kolleginnen und Kollegen. Das ist Gewaltenteilung. Das haben wir in vielen anderen Formen von Regierung überhaupt nicht. Und das muss doch unser Ansinnen sein in der Einigkeit, wie können wir gewisse Dinge, die uns allen ein massives Störgefühl verursachen, wie können wir das angehen, ohne diesen wichtigen Schatz der Gewaltenteilung in irgendeiner Form zu beschädigen? Weil der erste Schaden, der erste Griff dahin, der wird sich wiederholen. Verfassungen, um deren Schutz es hier geht, die geben hier eine klare Orientierung. Und so gibt uns die Hessische Verfassung weitere Hinweise. Eben wurde mehrfach gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Wer was macht, wer welche Aufgabe hat. Und die Verfassung konkretisiert, der Hinweis konkretisiert die Rollen in der Gewaltenteilung. Und diese Verfassung
beinhaltet die Antwort auf die Frage nach der richtigen Vorgehensweise. Und deshalb habe ich darum gebeten. Artikel 102, eigentlich ein Juristentrick, nur einzelne Passagen zu zitieren. Artikel 102, Richtliniengewalt des Ministerpräsidenten, Verantwortung der Minister. Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und ist dafür dem Landtag verantwortlich. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbstständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag. Nun geht es um einen Richter, beschäftigt in der hessischen Justiz und dafür in der richtigen Aufarbeitung, und das ist auch unsere politische Kritik, und deshalb komme ich dazu, dafür ist alleine zuständig und verantwortlich, so der Wortlaut ja auch der Verfassung, die hessische Justizministerin. Sie ist die oberste nach der Verfassung und auch nach dem Beamtenrecht die oberste Dienstherrin. Frau Schaut-Sauer, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Für Ihren Zuständigkeitsbereich hat sie das Instrument des Disziplinarverfahrens. Das ist dieser Grenzbereich zur richterlichen Unabhängigkeit. Natürlich muss im Lernen von Formen, die nicht mehr demokratisch waren, gerade in unserem Land, auch eine Kontrolle, aber innerhalb der Rollenzuweisung der Verfassung stattfinden. Das ist das Spannungsverhältnis. Dieses Disziplinarverfahren hat verschiedene Eskalationsstufen. Und der Vorwurf lautet, der Richter ist nicht verfassungstreu. Das ist, werte Kollegin, ein Vorwurf von Tragweite, und er muss mit entsprechender Verantwortung, nicht von irgendwem, sondern ganz klar natürlich von der obersten Dienstherrin, sorgfältig aufgearbeitet werden. Denn es wird ja schon wieder gesagt, nee, das ist nicht so gemeint. Aber wir müssen doch wirklich sehr allergisch reagieren darauf. Wir haben andere Skandale. Was nicht passieren darf, dass durch solche Debatten gegebenenfalls das Vertrauen in die Justiz leidet. Und deshalb genau diese formale, ordentliche Aufarbeitung dieses Vorgangs. Denn das wollen wir alle, aber in der richtigen verfassungskonformen Form und vor allen Dingen schnellstmöglich. Es muss aufgearbeitet werden, aber von dem Verfassungsorgan, das zuständig ist. Das heißt nicht für mich, Frau Kollegin Förster-Heldmann, dass wir im Rechtsausschuss darüber diskutieren. Also deshalb habe ich es jetzt mal so ganz bewusst in der Linie gezeigt. Die Frau Kühne-Hörmann, Sie müssen sich darum kümmern. Sie müssen den Vorgang aufarbeiten. Alle Fraktionen haben diese Zuschriften bekommen. Wir haben uns auch überlegt, wie gehen wir sorgsam damit um. Wir haben Auskunftsersuchen gerichtet, weil wir ganz klar sagen, wir wollen von dem zuständigen Bereich, aber in dem sorgsamen, nicht um Publicity oder derartige Dinge, aber erst eine Grundlage haben und eine Einschätzung der Ministerin, die dann für diesen Bereich eine politische Bewertung, das ist unsere Aufgabe. Da sind wir, da schließt sich wieder der Kreis. Aber wir brauchen doch erst einmal eine Grundlage dessen, wo wir seriös argumentieren. So viel sollte uns doch die richterliche Unabhängigkeit allen wert sein. Ich vermag das. Ich habe als demokratisch engagierte Frau gewisse Meinungen, Störgefühle. Aber ein endgültiges Urteil zu fällen, wie gesagt, Verfassungsorgan muss aufbereiten, Auskunft ersuchen. Und dann ist die Stufe für eine politische Bewertung. Aber lassen Sie uns doch nicht den Fehler zu machen, diese, und deshalb habe ich mir wirklich nicht um jetzt irgendwie hier mit dem formalen Zeigefinger, sondern weil die Gewaltenteilung so etwas Wertvolles ist. Achten wir es. Diese hessische Verfassung zeigt uns ganz klare Bahnen, innerhalb dessen wir das aufarbeiten können. Und diesen Weg sollten wir beschreiten. Und Frau Kühne-Hörmann, die Justizministerin, Sie müssen sich dieses Vorgangs auch mit der erforderlichen Aufmerksamkeit für einen solchen Vorgang annehmen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie wie in anderen Bereichen sagen, Sie seien nicht zuständig. Sie sind ja jetzt sozusagen, ich habe es noch einmal herausgearbeitet, Sie sind zuständig. Und die Justiz, aber auch die Debatte hier zeigt, ist dringend erforderlich, dass Sie da eine ausführliche Information dieses Parlaments vornehmen, nach einer vorherigen soliden Bewertung des Vorgangs. In alle Richtungen, völlig offen. Aber da ist die Rolle in der Verfassung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Heinz ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, über eins brauchen wir nicht zu streiten. In dem zweiten Teil der Urteilsbegründung vom 9. August 2019 dieses Richters, um den es hier geht, da werden hanebüchene Ausführungen gemacht. Ich glaube, das ist hier unstreitig. Und Frau Kollegin Förster-Heldmann hat dazu sehr vieles und Richtiges gesagt. Was ich bewusst nicht wiederholen will, schließe mich dem vollumfänglich an. Das ist vollkommen richtig in der Bewertung, wie sie es hier vorgetragen hat. Mit diesem Setzpunkt aber begibt sich die SPD aus meiner Sicht auf verfassungsrechtlich ganz, ganz dünnes Eis, Herr Kummer. Das müssen Sie jetzt auch ertragen und sich anhören. Sie schreiben schon in der Begründung Ihres Antrags, und Sie haben es auch vom Pult eben hier wiederholt, es sei, ich zitiere, zwingend erforderlich, dass das Bundesverfassungsgericht sich dieser Sache annimmt. Da muss ich sagen, da sprechen Sie schon große Worte sehr, sehr gelassen aus hier am Rednerpult. Und Sie sollten die noch mal wägen und noch mal überprüfen. Wir haben schon einiges dazu gehört. Die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens ist höflich ausgedrückt, ist sehr gering. Wenn mehrfach jetzt schon gefallen ist, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland keinen einzigen erfolgreichen Fall einer Richteranklage gegeben hat, dann sagt das, glaube ich, genug. Und wenn Sie das zu Ende denken, zu den hohen Anforderungen, wenn die hohen Anforderungen wägen, die unsere Verfassung vorsieht, und einen möglichen Ausgang eines solchen Verfahrens und dann so lapidar sagen, wir müssen es halt mal testen, mal gucken, was wir da für Hinweise bekommen, dann will ich Ihnen doch mit auf den Weg geben, ob Sie nicht am Ende dann Jubel von rechts außen bekommen, wenn dieses Verfahren schiefgeht und den nächsten politischen Kollateralschaden damit hervorrufen, wenn Sie sowas anstoßen wollen. Und es geht aber, die Frage geht weiter. Frau Schardt-Sauer hat eben einiges auch dazu gesagt zur Rollenteilung in unserem Staat. Es wäre aus meiner Sicht auch ein fatales Signal an die Justiz. Wollen wir denn, meine Damen und Herren, wollen wir denn allen Ernstes hier im Hessischen Landtag künftig Urteile von Richterinnen und Richtern debattieren und über Richteranklagen beraten und entscheiden? Gewaltenteilung und unabhängige Justiz, die bedeuten, dass das Parlament und die Regierung die Urteile der Gerichte akzeptieren und manchmal, das sage ich auch ganz bewusst, vor dem Hintergrund dieses Falles auch ertragen müssen. Und es wäre ein großer Fehler, ein wirklich sehr großer Fehler, wenn wir anfangen, diese Urteile, auch wenn Teile des Inhalts der Begründung aus unserer Sicht falsch oder sogar unerhörend unerträglich sind, hier zum Gegenstand von Plenardebatten zu machen. Die SPD und Linke sollten auch nicht mit ihren Anträgen suggerieren, das wäre mein nächster Wunsch an Sie, die Richteranklage, die es ja noch nie erfolgreich gegeben hat, sei der einzige Weg, einen Richter aus dem Dienst zu entfernen. Erst die vierte Rednerin ist vorhin darauf eingegangen, es gibt dazu das Mittel des Disziplinarrechts. Richterdienstgerichte entscheiden am Ende über die Verfehlungen von Richterinnen und Richtern und nicht der Landtag und auch nicht die Landesregierung. Herr Heinz, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Bloß, wenn noch Zeit ist. Und eins möchte ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben, auch wenn es nichts relativiert von den Ausführungen, die dort in der Urteilsbegründung sind. Das Urteil wurde im Übrigen noch nicht mal durch ein Berufungsverfahren aufgehoben. Ich möchte es Ihnen einfach nur als Denkanstoß noch mitgeben. Die Berufung wurde sogar ausdrücklich zugelassen, aber es gab gerade, aus welchen Gründen auch immer, auch das steht uns nicht zu bewerten, eben gerade keine erfolgreiche Berufung. Die Begründung des Urteils mag krude sein, aber das Urteil selbst wurde nicht aufgehoben. Auch das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Es kommt noch etwas hinzu, das ist auch schon gesagt worden von Frau Förster-Heldmann zu Recht. Die Sache ist auch schon 2,5 Jahre her. Wenn man was angreift an Verhalten, sinken die Erfolgschancen auch noch weiter, je länger man damit wartet. Und zumindest uns allen hier im Landtag war, glaube ich, seit dem Spätsommer 2019 dieser Vorgang bekannt. Da wurde ja auch in der Presse ausreichend darüber berichtet. Und dann kommen noch ein paar weitere juristische Denkfehler von Ihrer Seite. Sie behaupten in dem Antrag auch lapidar, die materiellen Anforderungen für eine Richteranklage in Hessen seien wegen Artikel 127 Absatz 4 der Hessischen Verfassung niedriger als die Voraussetzungen und Grundgesetz. Damit greifen Sie eine einzelne Meinung auf, die es gibt. Da gibt es einen Aufsatz zu, die behaupten, dass einfach die materiellen Anforderungen sei geringer. Richtig ist aber, dass die Länder oder die weit überwiegende Meinung und übrigens auch der Staatsgerichtshof 1993, als er sich da zuletzt mit befasst hat,
richtig ist, dass die Länder nur, was die Frage des Verfahrens, also der Antragsbefugnis, weitergehen können, als es im Grundgesetz vorgesehen ist. Die Anforderungen für die erfolgreiche Anklage, die dürfen gerade nicht niedriger sein. So sieht es die überwiegende Kommentarliteratur auch zu Artikel 98 des Grundgesetzes. Und die Sozialdemokraten haben es übrigens in der Vergangenheit auch so gesehen. Diese Frage nämlich, weil immer gerufen wird, schauen Sie in Artikel 127 Absatz 4, der war, manchmal lohnt sich ja doch ein Blick in unsere Drucksachen, der war sogar mal Gegenstand einer Verfassungsenquete im Landtag, nicht der letzten erfolgreichen, sondern der vorletzten, die am Schluss dann nicht zum Erfolg geführt hat. Darin heißt es wörtlich, es wurde vorgeschlagen, damals von Seiten der CDU-Fraktion, Artikel 127 Absatz 4 Hessische Verfassung zu streichen, weil diese Regelung gegen Artikel 98 Absatz 5 Satz 3 Grundgesetz verstieße und daher nichtig sei. Bundesrecht bricht Landesrecht in diesem Fall. Es obliege ausschließlich und so weiter dem Bundes zu regeln. Und dann kommt weiter. Seinem Vorschlag, die Norm zu streichen, stimmten die Obleute der Fraktionen der SPD und FDP zu, während Abgeordneter Dr. Andreas Jürgens dies für seine Fraktion in Aussicht stellte, wenn geprüft worden sei, ob das Landesverfassungsrecht nicht doch noch Regelungen beispielsweise hinsichtlich der Antragsbefugnis treffen könne. Also die einzige offene Frage war, kann die Ministerin überhaupt diesen Antrag stellen? Selbst das ist umstritten. Aber einfach mal zu behaupten, wie Sie es in der Antragsbegründung schreiben, Herr Kummer, die Anforderungen seien in Hessen geringer, das kann ich so hier auch nicht stehen lassen. Es gilt der Maßstab des Grundgesetzes. Und dieser Maßstab ist extrem hoch. Danach ist eine Bekämpfung des Kerngehalts des Grundgesetzes erforderlich. Bekämpfung, nicht Ansichten. Und was der nächste falsche Gedankenschluss, den Sie auch machen in der Antragsbegründung und auch in Ihrem Vortrag, ist, dass jemand, der in dem Wissen von dem Richterwahlausschuss nicht eingestellt worden wäre, dass der dann auch zwingend automatisch zu entfernen ist, wenn man später diese Kenntnis erlangt, das ist auch falsch. Das Gegenteil ist richtig. Die Kommentarliteratur und alle, die sich damit beschäftigt haben, sagen übereinstimmend, eine spätere Gesinnungsänderung eines Beamten oder auch eines Richters reicht eben gerade nicht aus, ihn aus dem Dienst zu entfernen, sondern es muss hinzukommen, eben dieses aktiv-kämpferische gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und offenbar, ich habe Ihnen ja einige Denkanstöße mitgegeben, wissen Sie letztlich auch selbst als Sozialdemokraten und Linke, wie die Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens sind. Sonst würden Sie ja nicht versuchen, den Ball der Justizministerin zuzuwerfen, sondern wären den anderen Weg gegangen, haben gesagt, als Landtag beantragen, wir beschließen es selbst. Aber da Sie damit nicht auf die Nase fallen wollen, versuchen Sie noch ein politisches Instrument daraus zu machen und versuchen es der Ministerin vor die Füße zu kippen und sagen, stell du mal den Antrag und entweder gewinnst du dann vor Gericht, dann können wir sagen, warum nicht gleich so, oder du verlierst vor Gericht, dann sagen wir, jetzt hat sie auch noch das Verfahren verloren, können Sie sie wieder beschimpfen im nächsten Setzpunkt. Das ist zu billig, das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Ich glaube nämlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion und auch der Linken, geht es hier um was anderes. Sie wollen mit diesem Antrag sich hier öffentlich politisch profilieren, auch gegen Rechtsextremismus profilieren, was inhaltlich immer richtig ist, sich gegen Rechtsextremismus zu profilieren, aber nicht bei diesem Thema. Denn ich frage Sie dann auch noch, um welchen Preis wollen Sie das machen? Sie machen ja eine PR-Aktion, haben sich dafür aber das falsche Thema ausgesucht. Die Herausforderungen durch den Rechtsextremismus sind viel zu groß, als sie mit der kleinen politischen Münze und mit dem Risiko eines Schadens für die Gewaltenteilung hier an diesem Punkt durchzuexerzieren. Sie spielen, das gebe ich Ihnen auch mit, spielen da schon mit dem Feuer der Gewaltenteilung, des Angriffs auf die Gewaltenteilung, wenn Sie das hier zum politischen Thema machen. Wenn es Ihnen wirklich ein wichtiges Thema wäre, wie Sie das hier öffentlich kundgetan haben, dann hätte es, glaube ich, andere Wege gegeben, das zwischen uns mal zu erörtern und auch die Rechtslage klug abzuwägen. Ich glaube nicht, dass man, im Gegensatz zu Frau Förster-Heldmann, glaube ich nicht, dass wir eine Kommission brauchen oder unbedingt eine Anhörung. Aber zu einem informellen Gespräch unter den Obleuten wären wir gerne bereit gewesen, uns da, wie man so sagt, etwas aufzuschlauen und diese Sachen mal miteinander zu wägen, die Rechtslage gründlich zu prüfen. Wenn es Ihnen aber um die schnelle Schlagzeile oder eine Twitter-Meldung, wie das heute so modern ist, geht, dann haben Sie natürlich diesen Weg gewählt, ist der Sache aber abträglich. Sie kennen alle das alte Sprichwort, was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende. Das gilt auch und gerade hier. Der Antrag der SPD, wie auch der von den Linken, der ist nicht vom Ende her gedacht. Wir werden die Anträge ablehnen und hoffen, dass Sie bei diesem sensiblen Sachverhalt, der uns alle umtreibt, dass Sie künftig da zu einer sachorientierten Arbeit zurückkehren. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordneter Dr. Wilken von den Linken zu Wort gemeldet. Frau
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Heinz, in aller Regel lerne ich etwas, wenn ich Ihnen zuhöre. Deswegen frage ich mal vorsichtig nach, ob ich Sie gerade missverstanden habe. Sie haben doch nicht ernsthaft hier gesagt, 2 Jahre nach dem Anschlag in Hanau, dass der Schutz unserer migrantischen Communities auch vor so unsäglichen Begründungen wie diesem Richter, über den wir gerade geredet haben, kleine politische Münze wäre, die wir vorschnell benutzen würden. Das weise ich mit aller Entschiedenheit zurück. Wenn Sie, und das habe ich jetzt zwar gerade nicht von Ihnen gelernt, sondern die Gedanken haben wir uns durchaus vorher auch gemacht, die Anforderungen des Grundgesetzes in einer kämpferischen Art und Weise die Grundlagen der Demokratie zerstören zu wollen, ist nicht wirklich der Punkt erreicht, an dem wir uns schützend vor unsere migrantischen Community stellen müssen, auch gegenüber einem solchen Richter. Zur Erwiderung gebe ich Herrn Heinz das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das beliebte Mittel, jemanden falsch zu zitieren, das haben Sie jetzt schon zum zweiten Mal angewendet. Sie haben schon eben versucht, dem Kollegen Wagner irgendwas unterzuschieben, was er nicht gesagt hat. Und ich glaube, Sie sind intellektuell genug, um zu wissen, dass Sie das eigentlich so nicht ernst meinen können. Wenn Sie mich richtig zitiert haben, zitiert hätten dann, oder zugehört hätten, was Sie auch haben, ist, ich habe gesagt, Sie können nicht mit der kleinen politischen Münze hier die Gewaltenteilung in Frage zu stellen, um einen Punkt bei diesem Thema zu machen. Ich habe vorher gesagt, wenn wir den Rechtsextremismus bekämpfen wollen, da haben Sie eine sehr, sehr große Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen immer hinter sich. Aber Sie haben sich offensichtlich das falsche Thema dafür ausgesucht. Sie können nicht mit diesem Schwert der Richteranklage, und dann haben Sie auch noch sich auf eine Norm gestützt, die gar nicht mehr anwendbar ist, das habe ich Ihnen auch durchsubsumiert, sich dann hier hinstellen und dann am Ende zu der Conclusio kommen, eben erneut noch mal in Ihrer Kurzintervention, alle, die dieses Spielchen, das Sie da betreiben wollen, nicht mitmachen, die seien nicht konsequent genug zum Schutz der Migranten, die in Hessen leben, im Einsatz. Also da muss ich zurückfragen, wer von uns hat sich da intellektuell eben unredlich verhalten? Nee, sind noch nicht. Zu einer Kurzintervention habe ich Herrn Abgeordneten Kummer ans Rednerpult bitten. Das war genau das, was ich gesagt habe. Für die Kollegialität, das meine ich jetzt wirklich so, dass ich die Möglichkeit habe, auf den Vorredner noch einmal Stellung zu nehmen, weil einige Dinge richtig zu stellen sind aus meiner Sicht. Zunächst einmal der Punkt, Herr Heinz, ich wollte ja noch einmal eine Frage stellen. Sie haben gesagt, am Ende Ihrer Debatte würden Sie das zulassen. Das ist jetzt irgendwie schiefgegangen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, dass Disziplinarrecht im Sinne der Subsidiarität immer nachrangig ist vor einer Richteranklage. Die müsste warten, bis über die Richteranklage entschieden ist. Dann ist die Sache nicht 2,5 Jahre alt. Sie haben ausgeführt, die Sache sei 2,5 Jahre alt. Nein, die Sache ist ein Dreivierteljahr alt, weil es geht nicht um das eigentliche Urteil des Verwaltungsgericht Gießen, sondern es geht um den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Befangenheit. Und das war im Juli 2021, also das ist ein Dreivierteljahr her. Darum geht es, um diese Aussagen in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Ich weise zurück, das sei eine PR-Aktion. Das ist es nicht. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Viel zu ernst, weil wir Kolleginnen und Kollegen an dem Punkt sind, wo wir alles tun müssen, jetzt im Jahr 2022, um endlich diesen Umtrieben in unserer Gesellschaft an jeder Stelle mit jedem Mittel, das wir haben, Einhalt zu gebieten. Das geht so nicht weiter, und dafür ist eine PR-Aktion, also das weise ich rundweg zurück. Gewaltenteilung infrage stellen, das ist absurd, weil gerade dieser Antrag dient dazu, ja, die richterliche Unabhängigkeit zu schützen vor solchen, die sie missbrauchen. Und der letzte Punkt, die Norm sei nicht anwendbar. Die hessische Verfassung aus dem Jahr 1946
ist im Artikel 127 weiterhin anwendbar, soweit es um das Verfahren geht. Das Grundgesetz geht nur in dem Punkt der Hessischen Verfassung, nämlich im Artikel 127, vor, als dort ausgeführt ist, dass der Staatsgerichtshof dies zu entscheiden hätte. Nein, das ist wegen der grundgesetzlichen Regelung dann nicht der Staatsgerichtshof, sondern das Bundesverfassungsgericht, das über die Richteranklage zu entscheiden. Aber das Verfahren ist weiterhin nach der Hessischen Verfassung möglich und nicht durch das 1949 in Kraft tretende Grundgesetz etwa obsolet geworden. Diese Rechtsnorm ist weiterhin anwendbar und den Weg über den Richterwahlausschuss. Ich finde, es ist einfach eine Frage des transparenten Umgangs. Der Richterwahlausschuss war der, der sich mit dieser Frage zu befassen hat, und er muss in dieses Thema einbezogen werden. Und das ist übrigens auch eine Hürde. Es geht nämlich nur um Einvernehmen mit dem Richterwahlausschuss. Das heißt, er muss diesem Verfahren ebenfalls zustimmen. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Heinz, ich gebe Ihnen noch einmal die Möglichkeit zur Stellungnahme. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nicht in so eine Endlosschleife kommen. Es sind viele rechtliche interessante Fragestellungen herbei. Herr Kummer und alle noch nicht promovierten Kollegen finden vielleicht noch Anregungen. Die Zeit haben wir ja leider nicht dafür. Aber Kollege Müller winkt schon, er meldet das Thema schon irgendwo an, in einem Lehrstuhl. Nein, es ist so, ich glaube, Herr Kummer, zu der einen Frage, man muss zwei Dinge schon trennen. Selbstverständlich, das Verfahren, die Antragsbefugnis der Justizministerin, das bleibt in Kraft. Da haben Sie vollkommen richtig den Verweis zitiert. Aber was nicht korrekt ist, das, was auch einige hier vorgetragen haben oder auch was immer wieder vorgetragen wird, dass die Anforderungen nach dem Wortlaut der Hessischen Verfassung geringer sind, sondern beim materiellen Prüfungsmaßstab gilt das Grundgesetz. Da brauchen Sie eben dieses aktive Tun gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da habe ich Ihnen nur vorgetragen, da gibt es eine Meinung, Meister heißt dieser Mensch, der sieht das anders und sagt, die Anforderungen sind geringer, das ist aber falsch, das wird auch durch Ihren Antrag insinuiert und die Linke stützt sich eben auch darauf, deswegen habe ich Ihnen das vorgetragen. Und das andere zu dem Zeitraum, den Sie auch angesprochen haben, selbstverständlich kennen wir auch das Bundesverfassungsgericht und die Frage der Befangenheit des Gießener Richters, nur ist doch Maßstab oder stellen wir doch ab bei dem Fehlverhalten auf den Richter, nicht auf die Entscheidung von 2021 im Herbst, wo das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass der befangen gewesen ist und das rechtliche Gehör dort verletzt wird, sondern wir müssen abstellen auf das Fehlverhalten im Sommer 2019. Und das ist natürlich jetzt 2,5 Jahre her. Und der Unrechtsgehalt, wenn er bewertet wird, so ist es eben nur beim Rechtsstaat, das wird immer geringer, je weiter etwas her ist. Und wenn es 2,5 Jahre zurückgeht, und deswegen schwächt das die Position, wenn wir uns denn anschließen wollten, noch mehr. Nichts anderes habe ich vorhin gesagt, und ich bitte, das auch sauber zu zitieren. Für die AfD-Fraktion erteile ich nun Herrn Schenk das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Unabhängige Justiz erfordert uneingeschränkte Verfassungstreue. Wer wollte dem widersprechen? Sie. Allerdings die Achtung vor dem hohen Gut der richterlichen Unabhängigkeit verbietet es, dass politisch unliebsame Urteile mit disziplinarischen Maßnahmen auch noch angestoßen durch Parlamentsbeschluss sanktioniert werden. Verehrte Damen und Herren! Hier betreibt die SPD und Sie, Herr Kummer, eine für jeden Rechtsstaat unwürdige Richterschelde. Mit moralischer Überheblichkeit soll Zustimmungsdruck auf uns Abgeordnete ausgeübt werden. Wenn das Schule macht, dann wissen die kleinen Richterlein, wie Weltärztepräsident Montgomery sie diffamierte, zukünftig ganz genau, welche Urteile von ihnen erwartet werden. Was wir brauchen, sind unabhängige, selbstbewusste Richter in Deutschland und keine Gesinnungsjustiz. Verehrte Damen und Herren, wer von Ihnen hat denn das Urteil wirklich gelesen? Richter H. hat die Plakate doch auch nicht aufgehängt. Er hatte nur darüber zu entscheiden, ob deren Beseitigung rechtmäßig war. Bei einem strafrechtlich relevanten Inhalt
wäre das der Fall gewesen. Das Urteil teilt sicher nicht Ihre ideologisch verblendete Willkommenskultur. Darauf kam es auch nicht an. Denn aus juristischer Sicht war hier nur darüber zu entscheiden, ob bei verständiger Würdigung aller denkbaren Auslegungen auch eine rechtskonforme Interpretation der Plakataussagen möglich war oder möglich ist. Wohlbegründet, kenntnisreich und detailliert wird an vielen historischen Beispielen aufgezeigt, wo Massenmigration der angestammten Wohnbevölkerung zum Nachteil gereichte. Die Urteilsbegründung betrachtet deshalb zu Recht auch die bundesdeutsche Wirklichkeit. Wie die polizeiliche Kriminalstatistik belegt, wurden teilweise Hochkriminelle ins Land geholt, die immer wieder durch Gewaltkriminalität wie Messerstecherei, Raub, Diebstahl, Vergewaltigung, Drogenhandel und durch die bekannte Clankriminalität auffällig wurden. So sind in Deutschland Angsträume entstanden. Projekte der Polizei, unter anderem in Gießen und Bebra bei mir zu Hause, identifizieren gerade solche Angsträume. Die unkontrollierte Einwanderung in die Sozialsysteme belastet den deutschen Steuerzahler. Zunehmender Wohnungsmangel erzeugt hohe Mietpreise. Wenn Sie zu Recht uneingeschränkte Verfassungstreue einfordern, dann sollten Sie auch das Prinzip der Gewaltenteilung akzeptieren. Das tun Sie aber nicht. Wie ein Blick auf unsere Parlamente unschwer verdeutlicht, Kanzler, Minister, Ministerpräsidenten sind zugleich Abgeordnete und niemand nimmt Anstoß daran. Im Kern zielt der Antrag letztlich darauf ab, noch stärker Kontrolle und Einfluss auf Richter, Gerichte und Rechtsprechung zu gewinnen. Das muss hier deutlich ausgesprochen werden. Gesinnungsjustiz führt aber in den totalitären Staat. Das lehnen wir genauso ab wie Hausdurchsuchungen bei Richtern, wenn das Urteil missfällt. Ein Geschmäckle hat es schon, wenn ein hoher CDU-Funktionär wie Herr Habart direkt aus dem Bundestag zum Verfassungsgerichtspräsidenten ernannt wird und sich anschließend mit seinem Senat vor einer richtungsweisenden Entscheidung im Bundeskanzleramt mit der Regierung zur Beratung trifft. Wir sind für strikte Gewaltenteilung. Wir wollen unabhängige Richter und Gerichte in Deutschland. Wir wollen keine willfährigen oder eingeschüchterten Richter. Die Judikative verfügt selbst, und das ist ja hier belegt, durch den Instanzenzug über ausreichend eigene Kontrollmechanismen, um eventuelle Fehlentscheidungen zu korrigieren, bis hin zum Mittel der Versetzung oder strafrechtlichen Verfolgung. Wir von der AfD werden Ihren Antrag deshalb ablehnen. Verehrte Damen und Herren, und spiegeln wir doch einfach mal die Situation. Uneingeschränkte Verfassungstreue gilt natürlich auch selbstverständlich für Sie und für Sie alle. Dann fragt man sich schon, wie Sie als SPD zum Beispiel und auch die CDU hat damit gemacht, wie Sie die als linksextremistisch eingestufte Barbara Borchardt zur Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern wählen konnten. Das fragt man sich schon. Sie bezeichnete die Berliner Mauer als alternativlos und Garant für eine friedliche Koexistenz. Fast täglich erlebt man, wie Sie in Regierungsverantwortung Ihre Wahlversprechen brechen, das ist bekannt, und die Freiheitsgarantie der Grundrechte abräumen. Der Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit scheint nicht mehr zu existieren. Die Grundrechte, einst unverbrüchliche Freiheitsrechte, gegen einen übergriffigen Staat, wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, die körperliche Unversehrtheit, die allgemeine Handlungsfreiheit, die Berufs- und Gewerbefreiheit, die Eigentumsgarantie, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit, sind zu wesentlichen Teilen in der Corona-Maßnahmenkrise zum Opfer gefallen. Unliebsame Meinungen werden zensiert und als Hass und Hetze im Netz gelöscht, die Autoren gesperrt. Harmlose Spaziergänger, die nur ihre Freiheitsrechte zurückhaben wollen, werden als Extremisten, Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner diffamiert, von der Polizei schikaniert und mit Bußgeldern überzogen. Verehrte Damen und Herren, die von Ihnen beschlossene, gruppenbezogene, jetzt geplante allgemeine Impfpflicht verstößt ganz offensichtlich
gegen das Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 der körperlichen Unversehrtheit und, das hatte ich auch schon einmal ausgeführt, gegen den Nürnberger Kodex von 1947. Und das wissen Sie ganz genau. In Sachen uneingeschränkter Verfassungstreue sind Sie es, die das Vertrauen in staatliches Handeln nachhaltig erschüttert haben. Skandale, Betrug, Manipulation, wo man hinschaut, ob bei Masken, PCR-Testen, Statistiken, Inzidenzen, Patientenzahlen, Impfdurchbrüchen bei an oder mit Corona verstorben oder den Hinterzimmerverträgen mit Impfstoffherstellern. Ich komme zum Schluss, Herr Weiß, und zitiere mit Ihrer Erlaubnis unseren ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaft eines obrigkeitlichen Staates. Und weiter, der Bürger hat die Pflicht, Herr Rudolph, für Sie, der Bürger hat die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass die demokratische Rechte missachtet werden. Werte Damen und Herren, genau davon sind die Bürger überzeugt und gehen deshalb Montag für Montag für ihre Freiheitsrechte spazieren. Ich bin gerne mit dabei und unterstütze Sie dabei. Am Samstagnachmittag bin ich eben genau deshalb in Friedberg dabei und würde mich freuen, wenn Sie dem auch mal sich das anschauen würden. Dann würden Sie sehen, das sind ganz normale Bürger. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.